Ja, ich bin der Manu De Lago und ich bin Hangspieler und Perkussionist, Schlagzeuger und Komponist. Okay, Hang. Könntest du mir vielleicht das Instrument ein bisschen näher erklären? Ist ja doch recht neu, glaube ich. Genau, das ist erst seit 11 Jahren herum. Also es wurde im Jahr 2000 in Bern in der Schweiz erfunden. Und es ist eine Art Klangskulptur aus Metall, die vom Steeldrum inspiriert wurde für den Macher, aber vom Klang her ähnlicher einer Harfe oder einer Tabla ist. Es sind jetzt zwei sehr verschiedene Instrumente, aber es liegt irgendwo dazwischen. Also sowohl melodiös als auch sehr perkussiv. Ja, vielseitiges Instrument. Okay, also deine Wurzeln liegen ja in Tirol, also in dem Fall in Innsbruck, soweit ich informiert bin. Und früher hat es ja, ja eine Gruppe gegeben in Innsbruck, die Hotspotsch geheißen hat. Da warst du ja meines Wissens nach der Drummer eigentlich. Das waren ja die Anfänge von dir quasi. Kannst du vielleicht über die Zeit ein bisschen was erzählen? Ja, also ich bin eben in Tirol aufgewachsen, habe als Teenager in vielen Bands in Tirol gespielt und eine der wichtigsten war auf jeden Fall Hotspotsch, eine Innsbrucker Rockband. Und das war eine super Zeit, wo wir eben viele Songs selber geschrieben haben und es war auf jeden Fall irgendwie mein Anfang, was das Schreiben betroffen hat. Allerdings war das dort mehr kollektives Schreiben in einer Band und dann später, wie ich angefangen habe, Punk zu spielen, habe ich eigentlich mehr den Komponistenweg eingeschlagen und habe auch Komposition studiert und schreibe jetzt halt viel für größere Ensembles, aber nicht mehr kollektiv, sondern das ist quasi alleine schreibe. Okay, und studiert hast du ja in London. Unter anderem, ich habe zuerst in Innsbruck klassisch Schlagwerk studiert, dann in London Jazz-Schlagzeug und dann nochmals in London Komposition. Also über 3 Studien gemacht, irgendwie viel zu viel studiert, aber jetzt ist genug. Also die Praxis hat da jetzt nicht gefehlt auf die Jahre? Nein, also es war eigentlich, ich habe Glück gehabt, dass ich eigentlich schon sehr früh mit 15, 16 irgendwie ins regelmäßige Konzertespielen gekommen bin und irgendwie war das immer mein Hauptding und das Studieren ist fein nebenher gegangen. Ich habe es gerne gemacht, aber es war irgendwie immer ein bisschen nebensächlich. Okay, und jetzt bist du ja heuer das zweite Mal, glaube ich, beim Outreach dabei. Das erste Mal vor 2 Jahren, wenn es mich nicht täuscht, mit dem Christoph aus dem Pepe Auer das erste Mal. Wie ist das jetzt für dich, das zweite Mal da zu sein, mit einer neuen Formation vor allem? Ja, ich meine, es gibt viele Festivals, man kommt herum und ich hätte jetzt gar nicht gewusst, ob ich 1, 2 oder 3 Mal da war. Ich war schon mal vor 12 Jahren oder sowas als Student da, also man bekommt viel mit in Tirol vom Outreach. Und ich hätte es jetzt gar nicht gewusst, aber in Tirol zu spielen ist für mich irgendwie immer was Besonderes, vor allem jetzt, wo es so selten ist, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich was Neues liefern will, wenn ich wieder nach Tirol komme und das macht für mich irgendwie immer speziell und da ich habe immer ein bisschen einen leichten Druck, weil ich eben denke, viele Leute haben das schon mal gehört und jetzt muss ich wieder was Neues machen, deswegen auch heute neue Formation. Okay, du hast gerade gesagt, du warst jetzt vor langer Zeit, also ca. 10, 12 Jahre, bei der Outreach Academy dabei. Was hast du da gemacht, also als Schüler, Student? Bei wem hast du da gelernt? Also was waren deine Idole, deine Vorbilder, deine Lehrer jetzt im speziellen Fall? Das war, glaube ich, 1999, wenn ich mich richtig erinnere. Damals war ein Schlagzeuger namens Gene Jackson da. Und ja, es war eine super Möglichkeit, sowohl gute Musiker zu hören, aber vor allem auch viele andere Musiker in Tirol kennenzulernen und zu hören. Und damals habe ich zum Beispiel den Philipp Moll eigentlich zum ersten Mal gesehen. Der war damals, ist immer noch 5 Jahre älter als ich. Und es war damals ein größerer Unterschied, weil ich war halt 14 oder sowas. Und da habe ich den gesehen. Und jetzt, heute, 12 Jahre später, spielen wir halt gemeinsam da. Also man sieht, dass man irgendwie dort die Möglichkeit hat, auch Leute kennenzulernen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Okay, also würdest du sagen, die Academy ist ein super Instrument eigentlich dafür, ein Netzwerk sich zu bauen und Connections sich aufzubauen und ich weiß nicht, wie stellst du zum Beispiel zum Franz, der das Ganze gegründet hat? Kennst du ihn persönlich besser? Ja, ich meine, ich habe ihn eben seit 12 Jahren immer wieder gesehen und ich finde es also super, dass er da sowas macht, dass es in Tirol eine Möglichkeit gibt, vor allem im Sommer, wo jetzt nicht Uni-Zeit ist oder sowas, dass es eine Möglichkeit gibt, irgendwo dass sich Musiker treffen und dass man spielt und dass eben super Lehrer da sind. Und also das finde ich eine super Aktion von ihm. Und ja, es ist viel Arbeit, sowas zu organisieren. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wie das ist, wenn man nicht in Tirol lebt, aber in Tirol was aufstellt. Und es ist schon, also ich habe schon Respekt vor dem. Ja, das ist eine tolle Sache. Wie ist es denn speziell zu der Formation heute kommen, zu den Rockheads, also eben mit dem Pepe, mit Philipp Moll und so weiter. Wie hat es euch denn das getroffen? Hat sich das zufällig ergeben oder habt ihr gesagt, nein, wir wollen jetzt wirklich beim Outreach speziell diese Formation haben? Also alle drei Musiker, mit denen ich heute spiele,
mit denen habe ich eigentlich viel zusammengespielt, aber noch nie genau in der Quartettbesetzung. Und wir spielen morgen bei einem Festival in Warschau in Polen und die haben mich gefragt, ob ich mit einer Band kommen könnte, so 4-5 Leute. Und ich habe eigentlich genau in der Größe, vor allem was, wo ich auch Schlagzeug spiele, nicht nur hang, habe ich gerade nichts, kein Ensemble gehabt und dann habe ich jetzt einfach die drei Leute oder mit mir vier Leute zusammengebracht. Und weil wir ohnehin in Tirol geprobt hätten, hat es sich super ergeben, dass wir heute beim Outreach spielen. Ja, super. Coole Sache. Ja, wie schaut es aktuell bei dir aus? Also, was ich weiß, bist du jetzt der offizielle Schlagzeuger von Björk? Bin ich da richtig oder kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Das ist schon irgendwie ziemlich impressive, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube, du bist richtig. Also, ich muss mir das auch selber manchmal irgendwie wieder selber verwirklichen. Aber ja, ich bin seit Juni, oder beziehungsweise bin ich letzten Dezember mit der Björk aufgenommen für ihr Album und seit Juni bin ich jetzt mit ihr auf Tour. Und das wird jetzt 2-3 Jahre so um die Welt gehen. Und ich habe ziemlich Glück mit meiner eigenen Arbeit in ihrer Band, weil ich eben Schlagzeug spiele und hang und MIDI Marimba. Also ich habe relativ viel zu tun und ich war immer schon ein Björk-Fan, also es ist ein super Job für mich. Nee, lässig. Wie schaut das jetzt aus auf der Tournee? Findest du dann überhaupt noch Zeit für andere Sachen, also für Konzerte, die du jetzt selber gern machen würdest? Also was sind zum Beispiel die Advantations in Innsbruck oder so? Werden die noch stattfinden oder? Ja, es ist genug Zeit, weil sie selber, ich meine, sie ist Mutter von einer 8-jährigen Tochter und sie will eigentlich nicht das ganze Jahr auf Tour sein. Das heißt, wir sind ungefähr 3-4 Monate im Jahr unterwegs und die anderen 8-9 Monate habe ich frei und kann ich selber gestalten und werde immer noch meine Projekte weiterführen.